Hallöchen, hier ist wieder Kyoko und wir sind diesmal wieder bei Spyro. Es müsste Sonntag sein, wenn ich das hochlade. Ich hoffe, es ist dann auch wirklich Sonntag. Und dass mir nicht wieder was dazwischen kommt. Aber naja, lesen wir erstmal. Sheriff, skip vor. Hi Spyro, klasse dich zu sehen. Eine ganze Horde wilder Rhinoxe ist gerade in den Ort geritten. Die wollten richtig Ärger machen. Und jetzt haben sie Hilfs-Sheriff Matty in meinem Knast eingesperrt und die Schlüssel mitgenommen. Also wäre super, wenn du mir mit den Rhinoxen helfen könntest. Ja, das werden wir auch tun. Aber erstmal möchte ich mich ganz kurz orientieren, wo ich bin. Ja, ich werfe wieder einen Blick auf meine Karte. Damit das hier auch so gut wie möglich laufen kann, aber es ist echt ein großes Areal. Und es sieht aus, als könnte es... Okay, was war das gerade? Naja, ein Spiel voller Fehler. Wie immer, wir sind das ja gewöhnt. Gut, wo können wir denn jetzt als nächstes lang? Ich glaube, wir gehen hier lang. Wehe, ich sauf gleich ab. Ey, wehe. Okay, gut, ich bin nicht abgesoffen. Ich dachte schon... Und da geht es auch gleich weiter. Und hier ist die nächste. Und ich schaue jetzt kurz, wie ich am besten gehe, um alle von diesen Lampen anzupusten. Rhinox. Bestimmt irgendeiner, der was auf mich schmeißt. Mäh. Oh, sie haben Waffen. Shotguns oder wie auch immer man die hier nennen kann. Bestimmt irgendwas Western-mäßiges. Na? Oh, du hast mich getroffen. Ja, lach ruhig. Ich bin sowieso gleich geheilt und du bist tot. Ja. Dum, dum, dum. Und die Musik ist so gemütlich. Ich mag mich eigentlich voll hinchillen. Sie einfach nur genießen und... ganz entspannt und ruhig spielen, aber das ist ja ein Let's Play und ich bin ja nicht zum Gammelspielen hier gerade am werkeln, sondern ich will euch das Spiel nahe bringen, beziehungsweise euch sozusagen zeigen, was in dem Spiel so alles geht und wie man es spielt, wenn ich es spiele. Mit meinen Kommentaren. Haha, yay, yay, yay. Und wow, hier sind voll viele Sachen. Das läuft doch eigentlich... Ach so, hier kann man im Kreis laufen. Kurzen Blick drauf geworfen. Tatsache. Oh ja. Oh, und den Schlüssel haben wir auch schon euch gar nicht aktiv mitbekommen. War ich geistig etwas abwesend, gebe ich zu. Und hier können wir auch gleich rüber. Super. Das läuft ja. Ich bin überrascht. Okay, dann gehen wir hier weiter. Und dann müsste es hier gleich hochgehen. Ich versuche jetzt erstmal hauptsächlich diese ganzen Lampen zu erwischen. Auch wenn ich indirekt nur darauf warte, dass ich wieder anfange zu hibbeln und zu weit springe oder zu weit laufe und dann das tue, was ich ständig tue. Genau! Irgendwo runterfallen. Die erste Fee! Wenn du das nächste Mal einen Rhinox siehst, kannst du ihm von mir den Po ansengen, Spyro? Keine Sorge, die kriegen hier alle den Po versenkt. Da kannst du dir sicher sein. Aber sowas von. Steinchen, Steinchen, Steinchen. Da war schon wieder dieser Grafikfehler. Wie kommt denn der zustande? Ist das gerade irgendwie so ein Layering-Fehler? Wahrscheinlich. Immer wenn ich irgendwie hinter so einem Ding stand. Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall ist hier was kaputt. Okay, hier müsste es... Genau, hier geht es unten weiter. Da war schon wieder dieser... dieser Drache, ey. Spring hier nicht so blöd rum wie in der Zwielichtlampenfabrik. Das kann ich auf den Tod nicht ab. Und auf den Tod kann man hier ziemlich wörtlich nehmen.
Und weg. So, jetzt haben wir auch die Fee, deren Namen ich schon vergessen hatte, gerecht. Auf, auf. Autschi. Und ja, ich habe mir gar nicht so Gedanken drüber gemacht, wie lange ich eigentlich aufnehmen möchte heute. Ich denke, ich mache wieder einen längeren Part. Auch wenn es bestimmt so anstrengend für euch ist, aber ich lade auch sonst keine Videos hoch. Bauer Brinks. Sieht gar nicht aus wie ein Bauer. Mein Spyro, der verdammte Dieb hat... Nein. Lese ich nicht weiter. Abgelehnt. Kümmere ich mich irgendwann mal drum. Okay, das schöne Level mit der chilligen Musik, der netten Atmosphäre wurde mir soeben versaut und ich hing irgendwie fest, obwohl da nichts war. So. Okay, du bist immer noch nicht der Letzte gewesen. Ah, ich habe ihn gesehen. Ich tue aber einfach mal so, als hätte ich ihn nicht gesehen. Ich ignoriere ihn jetzt einfach. Auch wenn er das letzte... das letzte Mal eigentlich ganz chillig war. Diesmal möchte ich mich noch nicht mit ihm befassen. Los! Blöder, geierziehender Rinox. Okay, hier oben lang, die noch mitnehmen. Ich wette, er wäre nämlich auf jeden Fall dann daran schuld, dass ich draufgehe, bevor ich alle Lampen hier habe. Und das will ich nicht riskieren. Überhaupt nicht, ja, kicher nur. Ja! Okay, das Schlimmste ist auf jeden Fall geschafft. Danke, Spyro. Und jetzt kann ich auch so ein bisschen auf Risiko gehen. Ich muss erstmal wieder schneiden, wo ich überhaupt bin. Wo hast du mich abgesetzt, Fee? Wenn hier oben jetzt gleich noch was ist, dann weiß ich, wo ich bin. Aber da oben ist jetzt nichts mehr. Oder doch oder nicht? Tatsache, hier ist doch was. Dann weiß ich tatsächlich, wo ich bin. Okay, euch nehme ich auch noch mit. Alles immer schön einsammeln, hat Mami gesagt. Und was Mami sagt, befolgen wir auch immer schön. Okay, kurze Rückorientierung. Wir sind dort. Was euch natürlich relativ wenig bringt, aber ich weiß auch nicht, wie ich es irgendwie beschreiben könnte, sodass ihr ungefähr euch so denken könnt, so ja, ja, genau da sind wir. Oh Mann, die Kiste ist natürlich wieder am Arsch der Welt. Irgendwo ganz unten. Jetzt wenn wir, sagen wir mal, wenn hier unten Süden ist und hier Westen, dann Südwesten. Also da. Da unten irgendwo ganz, ganz weit ist die Kiste. Genau, hier bin ich rüber. Oh. Oh Gott. Diese Ecke überfliege ich echt ungern. Und jetzt muss ich überlegen, wie ich am besten zu dieser blöden Kiste komme. Nicht gut. Gar nicht gut. So. Was, wie, wo, wo bin ich hier? Hä, was, wie, ich nix kapische, wo ich gerade laufen. Und das ist relativ suboptimal. Okay, springe ich einfach mal hier rüber. Cool, und hier war ich noch nicht. Also war ich schon etwas weiter gelaufen, als mir das Kärtchen sagt. Und hallo du, Rinox. Tschüss du, Rinox. Blödes Vieh. Und da war schon wieder dieser Layering-Fehler. Mann, 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 Mann. Leute, Leute, Leute. Ich hoffe, in Spyro Season of Flames ist das dann ein bisschen besser gemacht. Aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, als würden sie all die Level, die sie in dem Part nicht mehr, in dem Spiel nicht mehr geschafft haben, einfach in das nächste gepackt haben. So, okay. Heute ist übrigens Freitag.
Das Wochenende hat begonnen und ich muss nächste Woche anscheinend nicht ein Projekt in der Schule machen. Nein, es ist echt entspannt, aber dafür habe ich eine blöde Seminarwoche, in der ich Präsentationstechniken lerne. Bin ich ja jetzt nicht so scharf drauf? Nee, du läufst mir da zu weit am Rand, Junge. Okay. Von hier wäre es wohl ratsam, von einem höheren Fleckchen Erde rüber zu gleiten. Ich weiß nicht, wie lang ist denn jetzt die Insel? Okay, auf jeden Fall nicht so breit. Ah nee, du bist ja... Ist ja erst die Ecke. Knapp. Gut, dann können wir ja doch zu der Stelle hier. Okay, und wie weit? Am besten einfach so. Ah, okay, und ich kann einfach hochspringen. So gefällt mir das. So, Renox, weg da. Oh, Gott sei Dank, es war nicht der letzte. Sonst hätte es mich wieder irgendwo hingebeamt, wo ich niemals hätte hinwollen. Jetzt fehlt noch einer. Wo ist denn der? Danke, lieber Spyro. Bitte, bitte, Fee. Und da war kurz ein Soundlag. Okay, runter hier. Den eingesammelt. Ganz vorsichtig. Die haben wir auch nochmal klar gemacht. Ja, und jetzt können wir eigentlich nur noch oben lang. Oder? Ja. Hier rüber wieder. So, und da ich keinen Bock habe, hier groß wieder zurück zu latschen, geht es einfach hier hin und von hier aus springen wir dann nicht nach oben, nein, sondern einfach mal hier rüber. Cool. Ist genau richtig gewesen. Hä, aber... Hä, hier war ich und dann habe ich den Renox übersehen? Hier ist alles gemacht, nur der blöde Renox ist noch da. Und da war nicht mal der letzte. Hä? Wo sind denn noch welche von euch? Okay, dann ist das Level auf jeden Fall groß, aber nicht schwierig. Den Dieb mal abgesehen. Weil überall, wo der Dieb ist, ist normalerweise Kacke. Ah, hier sind nochmal Edelsteinchen. Das heißt, hier ist vielleicht noch ein rhinoxischer Geselle, den wir einfach umsmacken. Na? Komm her. Put, Rhinox. Put. Zeige dich, sei kein feiges Aas. Oh, und ich habe eine Befürchtung, wo er ist. Oh, ich habe eine Befürchtung, wo er ist. Und da bin ich eigentlich ganz blöd gelaufen. Wir müssen nämlich jetzt doch wieder ein Stück zurückgehen. So. Auf jeden Fall ganz, ganz weit nach rechts. Hallo, Land? Irgendwo? Gut, da ist wieder was. Und dann kommt wieder so eine Stelle, wo man timen muss und um da irgendwie hochzukommen. Genau, nämlich diese hier. Und von hier kommen wir da nicht rüber. Und dann müssen wir hier hoch. So. Und wahrscheinlich von der Kante so fliegen, dass wir da drauf landen können. Also ganz hinten ist auch nochmal was, aber höchstwahrscheinlich werden wir das nicht schaffen. Wow. War ja eigentlich ganz chillig. Oh Mann. So, 10er? Immer noch nicht alle? Aber den Rhinox gleich mal weg. So. Sieh zu. Nein! Naja, dank auch schön, Spyro. Schon peinlich, im eigenen Knast eingelocht zu werden. Ich habe diesen hübschen Preis im Mittagessen... Im Mittagessen gefunden, das mir meine Mutter gebracht hat. Hier, kannst du haben. Was zur Hölle kocht dir deine Mutter?
Was seid ihr nur für ein krankes Stinktiervolk? Hallo? Die Mutter scheint Feen zu kochen. Beziehungsweise sie merkt es nicht, wenn sie mal eine Fee in ihrem, ne, in ihrer Suppe oder was auch immer hat. Böse, böse. So, und jetzt bitte nochmal funktionieren. Das klappt natürlich nicht. Aber ich will doch meine letzten Edelsteinchen. Und ich möchte mein Dingsy haben. Hier, die Fee, die da noch saß. Oder stand. Gut, geht doch. Und jetzt... Ja, wir haben alle 400. Und Flavi ist auch frei. Ich hätte nie gedacht, dass mir so kalt sein könnte. Danke, Spyro. Ja, es erwartet auch niemand, plötzlich im Eis eingesperrt zu sein. Alle drei auf einmal. Noch ein Leben abkassiert und... Ah nee, ich bin ja gar nicht fertig. Ich habe den Dieb vergessen. Das nenne ich doch mal gekonnt. So dermaßen ignoriert, dass ich gerade dachte, ich habe das Level beendet. Oh. Na? Na? Wo? Was ist überhaupt deine Strecke? Zeig sie mir. Natürlich überall am Rand. Wo ich dann wahrscheinlich dazu neige, runterzuknallen. Wow! Ich dachte mir einfach, ich renne schon mal vor und dann ist er tatsächlich in mich reingelaufen. So ein Idiot! So ein Idiot! Ja, ich schlag mir auf die Schenkel, weil ich es einfach unfassbar gut finde. Okay, das Level ist geschafft. Ah, richtig nett von dir, Spyro. Aber hey, das ist ja gar nicht meine Schaufel. Ach, nee. Nee, das kannst du behalten. Danke, mein Freund. Fertig! Fertig! Win! Ich weiß nicht mal, wie lange ich gebraucht habe, aber das ist doch ein schöner Sonntagspart. Es ist irgendwie nichts mehr passiert, von dem ich sagen könnte, ich bin der Ultra-Noob und so schlecht und es ist mir peinlich, dass ich euch dieses Let's Play zeige. Nein, ich bin richtig, richtig zufrieden. Okay, dann bin ich mal gespannt, ob jetzt gleich noch irgend so eine Videosequenz oder so kommt. Und dann kann ich euch sagen, dass es in dem nächsten Part dann mit den Rennstrecken losgeht. Ja. Die habe ich nämlich die ganze Zeit aufgehoben. Ich weiß nicht, ob die jetzt nun schlimm waren oder nicht. Ich lasse mich einfach überraschen. Ich teste sie auch vorher nicht an. Ihr werdet da mit mir ins kalte Wasser geworfen. Ich weiß noch so ungefähr, wie sie funktionieren, aber wie gesagt, so komplett den Plan habe ich da auch nicht mehr. Ja, und ich sehe gerade, ich finde nicht spontan zurück, also werde ich das dann offscreen regeln. Also zu der nächsten Rennstrecke gehen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir, da diesmal ja auch wieder alles zu laufen schien. Ja, sagt man das so? Ja, das sagt man bestimmt so. Und wenn nicht, auch egal. Oh, oh, Sternpark. Ich kann ja noch mal kurz einen Blick in den Atlas werfen. Wo müssen wir denn noch überall mit neben den Dings hin? Rennstrecken? Okay. Wir müssten eigentlich noch in der Lavawüste und in der Ameisenfarm, die restlichen. Da ist gerade irgendwas Weißes, Komisches aus dem Fenster in den oberen Stockwerken gefallen. Es segelte gerade hier runter und es sah sehr seltsam aus und hat mich abgelenkt. Ja, komische Reaktion, ich weiß. Ah, nein, viel zu schnell geblättert. Okay, hier sitzen nur noch Edelsteine. Da sind es auch nur noch Edelsteine und die Rennstrecke. Hier ist es eine Fee. Meine Lieblingslevel. Oh. Ist bestimmt super ätzend. Zeitmaschinenlabor und Zwielichtlampenfabrik. Ich frage mich ja, was ich da dann wieder vergessen habe, weil ich weiß es nicht mehr. Und ich merke gerade so beim Anklicken, ich kann es auch nicht rückwirkend herausfinden. Und jetzt habe ich den scheiß Atlas zugemacht.
Bin ich denn bekloppt? So, 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 so. Frühlingsfee weiter und Haus der Sommerfee. Da müssen wir nur noch... Ah nee, wir müssen ja noch ins Käferheim. Geldsack und so. Ah nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich werde jetzt erstmal die anderen Level vervollständigen, denke ich. Und wenn ich schon mal in dem Bereich bin, die Rennstrecken mitnehmen. Ja, das finde ich gut. Vielleicht machen wir ja doch 100% hier. Ansonsten will ich wenigstens irgendwas mit 90 haben, weil... Ja, sonst ist ja auch blöd. Hallo, es ist Spyro. Guckt es euch doch mal an. Hier wird nicht so viel Skill verlangt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, und dann komme ich wieder... Was? Hatte ich nicht schon alle? Das verwirrt mich jetzt. Ich glaube ja, in einigen Häusern konnte man sogar mehr finden als eigentlich... Genau, da waren wir irgendwie... Keine Ahnung, war es... Es verglitscht. Ja, okay. 40 Leben, 88 Feen, 3000 noch was Edelsteinchen gesammelt. Schön. Also sehen wir uns beim nächsten Mal wieder im Haus der... Ich glaube, Herbstfee ist das erste Haus gewesen. Ja, im Haus der Herbstfee. Wir laufen nochmal durch die Level, versuchen die restlichen Edelsteine einzusammeln. Jetzt sollte ich ja schon so eingeübt sein, dass ich nicht mehr so versage. Genau, und dann werden auch noch die Rennstrecken gespielt, je nachdem, wie viel wir schaffen. Leider erst nächste Woche Sonntag, weil ich befürchte, dass der Vodafone Man nicht auftauchen wird, bevor ich da nicht anrufe, auf den Tisch haue und sage, Leute, ich will mein Internet haben. Ja, ansonsten, ich hatte eigentlich geplant, Spyro innerhalb von 2 Wochen durchzuhaben. Wird jetzt wohl nichts mehr. Egal, ich rede wieder zu viel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Liebe Grüße, eure Kyoko.